Herzlich willkommen zu unserem Benefizkonzertstream hier aus der ehrwürdigen Basilika der beiden Augsburger Stadtheiligen St. Ulrich und Afra. Solange es für Sie nicht möglich ist, in ein Konzert zu gehen, kommt das Konzert einfach zu Ihnen nach Hause. Wie Sie sicher wissen, hat die Krise die freien Kulturinstitutionen ganz besonders schwer getroffen. Daher schließen sich die Organisatoren dieses Konzertes einer Spendenaktion einiger Mitglieder des Vorstandes der Augsburger Philharmoniker an. Augsburg hält zusammen, halten wir die Kultur zusammen. Wenn Sie zum Erhalt der vielfältigen freien Kulturszene beitragen möchten, finden Sie mehr Informationen, das Spendenkonto auf der Website der Konzerte im Fronhof, hier über den Facebook-Account oder unter www.konzerteimfronhof.de, Konzerte im Fronhof in einem Wort. Violine und Orgel im Klangkörper dieser Basilika für eine Stunde zusammenzuführen, das ist die wunderbare Initiative von zwei hochkarätigen Augsburger Künstlern. Das ist zum einen Wilhelm F. Walz, Geiger, Dirigent und seit 20 Jahren künstlerischer Leiter der Konzerte im Fronhof, die heute Abend dankenswerterweise auch unsere Gastgeber sind. Zu ihm gesellt sich Organist Peter Bader, der hier in der wunderschönen Basilika als Kirchenmusiker auch beruflich zu Hause ist. An der Sandner Orgel auf der Westempore ist er Herr über 4487 Pfeifen. Das ist vielleicht die schönste Art, hauptberuflich mit Pfeifen umzugehen. Das Konzert Eröffnen und Beschließen wird eine Sonate von Johann Sebastian Bach. Sie bildet mit jeweils zwei Sätzen die klingende Klammer unseres kammermusikalischen Abends, wobei Kammer hier eigentlich eine Kathedrale ist. Diese Sonate Nummer 2 A-Dur für Violine und Obligates Cembalo, Bach-Werkeverzeichnis 1015, gehört zu einem Zyklus aus 6 Violinsonaten, entstanden vor 1725, die als erste Violinsonaten der Musikgeschichte gelten. Karl Böhmer in einem Kammermusikführer dazu. Auf ein Dolce im pastoralen Duktus folgt ein Allegro im Tonfall eines italienischen Concerto. Das Thema könnte aus einem Vivaldi-Konzert stammen. In der Tat steigern sich Violine und Cembalo im Verlauf des Satzes zu effektvoll inszenierter vivaldesker Virtuosität. Noch ein kleiner Hinweis, sollte es dazu kommen, dass der Strom der gestreamten Klänge ins Stottern gerät oder pausiert, wir dürfen Ihnen versichern, dass es sich hier nicht um eine eigenwillige musikalische Interpretation handelt, sondern einfach um einen technischen Übertragungsfehler. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, den Stream einfach neu zu starten. Und nun auf ein hoffentlich ungestörtes, vivaldesk-virtuoses Hörvergnügen mit den Herren Walz, Bader und Bach. Viel Vergnügen. Thank you.
soeben verklungen ist der zweite Satz, das Allegro aus der A-Dur-Sonate von Johann Sebastian Bach. Von Bach nun zu Gabriel Fauré. 1878 vertonte der französische Komponist eine anonyme italienische Madrigaldichtung, die das Erwachen aus einem tiefen Schlaf und verliebten Träumen schildert. Après un rêve, nach einem Traum. Für diese frühe Komposition Faurés könnte gelten, was sein Lehrer Camille Saint-Saëns einmal über die Musik seines Schülers sagte. Man findet in ihr alles, was verführen kann. Neue Formen, kühne Modulationen, kuriose Klänge, einen gänzlich unvorhersehbaren Gebrauch der Rhythmen. Und über all dem waltet ein Zauber, der das ganze Werk umhüllt. Kaum erwacht aus Faurés Träumerei, werden wir dann im Anschluss sogleich von einem indianischen Wiegenlied Dvořáks umhüllt und zum Weiterträumen verleitet. Die sogenannte Indian Canzonetta bildet eigentlich den zweiten Satz der Sonatine G-Dur Opus 100. Inspiriert vom Klang der Minnewaha-Wasserfälle notierte Antonín Dvořák seine Eindrücke in der Vorweihnachtszeit 1893 in New York, am Ende eines ersten Amerika-Aufenthaltes, in der er die Wurzeln amerikanischer Kultur und Folklore studiert hatte. Nun also, in diesem Sinne, gute Unterhaltung, zunächst aber mit Gabriel Fauré, Après un rêve.
Sie hörten die Indian Canzonetta von Antonin, also ich hätte schon fast Antonin gesagt, er war in Amerika, als er das notierte. Er studierte damals amerikanische Folklore, hat Spirituals gehört und sich Lieder von schwarzen Plantagenarbeitern vorsingen lassen. Vielleicht haben Sie das gehört. Mag sein, dass einigen von Ihnen diese Canzonette bekannt vorgekommen ist. Das ist durchaus möglich, liebe Musikfreunde, wenn Sie in den letzten Wochen vielleicht Ihre Violine abgestaubt hatten. Einige hatten ja Zeit jetzt im Lockdown. Wenn Sie also Zeit und Muße hatten, sich an Ihren Geigenunterricht zu erinnern, dann haben Sie seinerzeit vielleicht auch Dvořáks Etüde zersägt. Sie gilt zwar als technisch einfach, ist aber musikalisch wohl sehr reich, wie wir es gerade fantastisch gehört haben. Nun, gewidmet ist die Sonatine übrigens den beiden Kindern Dvořáks. In einem Brief an den Verleger Simrock schrieb er: Sie ist bestimmt für die Jugend, aber auch Große, Erwachsene sollen sich damit unterhalten, wie sie eben können. Wie wir eben können, unterhalten wir uns nun weiter mit, was steht da, Verschwörungstheorien? Nein, das kann nicht sein. Also, wir kommen jetzt zu einem Komponisten, um den sich tatsächlich bis heute Verschwörungstheorien ranken. Um seinen Tod gibt es tödliche Geheimnisse. Wolfgang Amadeus Mozart, nein, es ist inzwischen erwiesen, es war kein Giftmord Salieris, aber alternative Wahrheiten führen bekanntlich ein Eigenleben. Lebendig geblieben bis heute ist Gott sei Dank auch Mozarts Adagio E-Dur, Köchelverzeichnis 261 aus dem Jahre 1776. Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich Komponist und Interpret gegenseitig inspirieren und herausfordern können. Der Geiger Antonio Brunetti, Mozarts Nachfolger als Hofmusiker in Salzburg, hatte sich darüber beschwert, dass das ursprüngliche Adagio, Zitat, zu studiert, heißt zu künstlich sei. So lieferte Mozart ihm eine Variante für den ursprünglichen Mittelsatz des 5. Violinkonzerts, den Sie nun hören werden. Viel Vergnügen.
Wir sind in etwa bei der Hälfte unseres Benefizkonzertes angekommen, zugunsten der Freien Kulturinstitution Erinnerung. Denken Sie daran, Sie können spenden. Sie finden die Spendenkonto auf der Website der Fronhof-Konzerte. Es gibt, meine Damen und Herren, auch ein musikalisches Ansteckungsrisiko. Komponisten zum Beispiel lassen sich gerne anstecken von den Wünschen und kritischen Feedbacks ihrer Interpreten. Der Geiger Brunetti motivierte Mozart zum Adagio E-Dur, das eben verklang. Für den Komponisten Max Bruch, den wir gleich hören werden, war es der Cellist Robert Hausmann, auf dessen Anregung 1880 das Werk entstand, das wir gleich hören. Das Kol Nidre, Opus 47, basiert auf dem jüdischen Gebet Kol Nidre, das am Vorabend des jüdischen Feiertags Yom Kippur gebetet wird. Übrigens, der Komponist war über die ersten Versuche verärgert, dieses Kol Nidre umzusetzen. Offensichtlich war Hausmann mit seinem Werk nicht zurechtgekommen. In einem Brief an den Verleger schreibt Max Bruch: Hausmann schreibt mir heute über Kol Nidre. Hiernach unterliegt es keinem Zweifel, dass Sie in der Orchesterstunde dies Adagio durch ein wahnsinnig langsames Tempo
künstlich vom Leben zum Tode gebracht haben. Es ist die alte Geschichte. Ist man selbst nicht dabei? Lebendigste Auferstehung feiert dieses Adagio nach hebräischen Melodien nun in der Interpretation von Wilhelm Walz Violine und Peter Bader Orgel. Viel Vergnügen.
Damen und Herren, ich muss wirklich tief durchatmen, weil das ist so unfassbar schön. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Ich bin ja hier der einzige Zuhörer in diesem Konzert und die Luft der Basilika ist erfüllt von Max Bruchs Kol Nidre nach hebräischen Melodien. Also ich versuche mich kurz zu fassen und tief durchzuatmen. Wir kommen gleich. Es wird hier umgeblättert auf Massenets Meditation, Jules Massenet. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Stück in Violinkonzerten eine beliebte Zugabe ist. Da wir ein gestreamtes Konzert haben, integrieren wir die Zugabe lieber gleich ins Programm. Liebhaber klassischer Musik und besonders der französischen Spätromantik dürften die nun folgende Meditation kennen und lieben. Gehört dieses Stück doch zu den Werken, die Massenet einem breiteren Publikum bekannt machten. Ursprünglich handelt es sich um ein Violinsolo aus der leicht orientalisch geprägten Oper Thaïs von 1894. Apropos gestreamt, als ich gestreamt in meinen Laptop tippte, da machte meine besondere Freundin die Autokorrektur da draus immer gestreift. Also sie hatte überall stehen, gestreiftes Konzert. Naja, warum nicht? Also Klangfarben, prächtige Streifen hier quer durch die Musikgeschichte. Zuhörer wie Sie, die vielleicht virtuell in unserem Konzert mal vorbeistreifen, abgesehen davon machen Streifen schlank für Leute wie mich, die Corona-Pfunde angesammelt haben. Nun denn, uns streift jetzt zart Jules Massenet mit seiner Meditation.
Wir hörten Jules Massenet, Meditation. Vielleicht haben Sie wie ich die Zeit des Lockdown genutzt, um den Speicher aufzuräumen, ich weiß es nicht. Dort kann man tatsächlich bemerkenswerte Funde feiern. Ich habe nichts so Kostbares gefunden wie der österreichische Opernsänger und Musikaliensammler Franz Xaver Hauser. 1859, da hat er auf einem Dachboden herumgestöbert und er entdeckte ein Manuskript mit 6 Sonaten für Violine und obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. Bis heute handelt es hier um die älteste erhaltene Abschrift dieser Werke. Darunter eben als 2. Sonate die A-Dur-Sonate, die unseren Abend eröffnete. Und mit der 2. Hälfte dieser 2. Sonate lassen wir den großen Bach nun die musikalische Klammer unseres Benefizkonzertes schließen. Hören Sie nun den 3. und 4. Satz, Andante un poco und presto. Thank you.
Wow. Ja, Bach ist verklungen, meine Damen und Herren. Das Presto der Adursonate war das Letzte, was wir hörten. Es hat die Sandner Orgel verlassen, die Peter Bader für sie spielte, der Kirchenmusiker hier von katholisch St. Ulrich und Afra. Und er umrankte die Violine von Wilhelm Walz. Herzlichen Dank, lieber Wilhelm. Gerne. Ja. Beiden Virtuosen sei hier ein virtueller Applaus spendiert. Herzlichen Dank für diesen Kunstgenuss. Bis es für Augsburgs Künstler, der freien Szene wie der etablierten, wieder Live-Applaus geben kann, muss wohl noch einiges geregelt werden. Wir müssen die Krise irgendwie weiter überstehen. Die Normalität ist fast zurückgekehrt, meint man, aber für uns eben noch nicht so ganz. Bitte, bitte helfen Sie weiter mit Ihrer Spende. Unterstützen Sie die Aktion. Augsburg hält zusammen. Das ist eine Initiative von einigen Mitgliedern des Vorstands der Augsburger Philharmoniker. Sie finden das Spendenkonto online hier über die Webseite von www.konzerteimfrohnhof.de. Konzerte im Frohnhof, wieder in einem Wort. Bitte seien Sie großzügig. Die freien Kulturinstitutionen dieser Stadt werden sich darüber freuen. Und leider haben Sie die Unterstützung tatsächlich dringend nötig. Unseren Livestream schließen wir mit herzlichem Dank ab. Hartmut Welz vom Tonstudio Audio Arts, verantwortlich für die Mikrofonie. Danke auch an Mo Schiebler von der Firma Grandel Event und Medientechnik, der Maestro sozusagen hinter den Kameras. Dann auch ein herzliches Vergelt's Gott an Alex Ferstl von Friends, Menschen, Marken und Medien und ebenso Vergelt's Gott an Pfarrer Christoph Hensler von katholisch Ulrich und Afra. Wir waren hier zu Gast bei euch. Danke. Danke Ihnen auch, sehr verehrte Damen und Herren. Sie haben an den heimischen Screens oder wo immer Sie uns ins Netz gegangen sind, diesem Benefizkonzert gelauscht bis jetzt. Drücken Sie die Daumen. Toi, 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 lieber Wilhelm, dass deine Konzerte im Frohnhof im Sommer, im Juli, dass die stattfinden können, irgendwie mit Maske und Abstand und ganz vorsichtig blasenden Bläsern und keine Ahnung nicht wie, dass das gut durchgeht. Ja, es bleibt mir Ihnen zu wünschen, bleiben Sie wohlauf und zuversichtlich. Denn Sie wissen ja, nach dem Streamen kommt das Strömen. Strömen Sie dann wieder zurück in die Konzerte, Opernhäuser, Theater, in die Clubs und alle anderen Orte, wo Events stattfinden. Also, Kultur, meine Damen und Herren, ist systemrelevant. Herzlichen Dank, herzlichen Dank, herzlichen Dank. Danke. Namaste.